Sie sehen schon, Ralf und ich haben es uns hier so richtig schön muckelig und gemütlich gemacht. Denn es geht ja mit großen Schritten auf das Vorweihnachts- oder das Weihnachtsfest zu. Und meistens will man ja nicht nur in der Wohnung es schön haben und schmücken, sondern auch alle anderen sollen ja von draußen profitieren. In Amerika ist das ja ein richtiger Hype. Da werden die Lichter und die Häuser geschmückt wie verrückt. Nur sind das dann immer Lichterketten. Und es ist sehr, sehr aufwendig, die einmal anzubringen, aber oh ja, nach Weihnachten auch wieder abzumachen. Das geht auch viel einfacher, oder Ralf? Richtig. Und vor allem noch, es ist nicht nur unglaublich zeitaufwendig, sondern braucht auch viel Strom und viel Geld. Hier, unser stärkstes Gerät hat gerade mal 5 Watt Strombedarf. Ja, also 4,8, 4,6, 3 Watt. Also Stromrechnung werden wir das überhaupt nicht merken. Und die Wirkung, die ist phänomenal. 4 verschiedene Projektoren. Und Sie schauen jetzt bitte, was das Richtige für Sie ist. Der erste, Sie sehen, der leuchtet schon sehr hell. Und der, bei dem habe ich die Möglichkeit, verschiedene Figuren an die Wand zu projizieren. Sie sehen, das läuft dann auch. Und hier gibt es so Einlageschablonen. Und da kann ich mir genau aussuchen, was ich möchte. Also 5 verschiedene Schablonen, zum Beispiel auch für Halloween. Oh, hier sehen wir mal das Merry Christmas und du siehst, wie der Farbwechsel hier das alles durcheinander wirbelt. Ja? Und das sieht einfach gigantisch schön aus. Halloween, hier haben wir solche neutralen Farbbälle, würde ich das mal bezeichnen. Du siehst aber auch weihnachtliche Sachen, dann die Schneeflocken, die hier an der Wand projiziert. Und übrigens bis zu 25 Meter lang. Leuchtweite hast du hier, kannst du also innen als auch außen verwenden, an die Hauswand zum Beispiel. Und das ist dann mal wirklich eindrucksvolle, dynamische Dekoration. Oftmals hat man ja eine Lichterkette, die hängt halt irgendwo und leuchtet. Hier haben wir praktisch über eine ganz große Fläche dynamische Beleuchtung. Und das abends eingeschaltet in der Dämmerung und dann einfach ein paar Stunden laufen lassen, das sieht doch hervorragend aus, oder? Das heißt, je weiter weg ich diesen Projektor stelle, desto größer werden die Motive, eine größere Fläche nimmt es denn ein. Und das sieht natürlich auch ganz spektakulär aus. Ich habe sowas im letzten Jahr schon gesehen, allerdings nur mit so Sternchen und Pünktchen. Aber das ist ja was wirklich für das ganze Jahr. Ne? Weihnachten, wir haben gesehen, Halloween haben wir gesehen. Wir haben die, das sah schon so ein bisschen wie Silvester aus, das sah ja auch toll also diese, aus. Also diese kleinen Knäule, ja? Also, ja. Und die Schneeflocken, das ist eigentlich neutral. Das kannst du den ganzen Herbst und Winter alles benutzen und dementsprechend, wonach der ist, legst du einfach, und das ist kein Hexenwerk, eine Schablone ein. Das sind 5 verschiedene Schablonen mit dabei, mit eben den verschiedenen Elementen. Und je nachdem, nach was Ihnen gerade ist, das schalten Sie ein. Geht natürlich auch im Innenbereich, wenn du mal eine Party hast, also, oder das an die Decke projiziert, sieht auch mit Sicherheit gut aus. Und ganz wichtig, bei all unseren Projektoren haben wir einen festen Standfuß, das heißt für einen festen Untergrund und aber auch einen Erdspieß. Wenn du das jetzt wirklich draußen installierst, weil die sind alle natürlich auch für innen als auch für außen brauchbar. Die sind spritzwassergeschützt, also da kann gar nichts passieren. Das Einzige, was sie mal machen müssten, ist, wenn es mal schneit, müssen sie natürlich von der Oberfläche hier den Schnee wegwischen, damit es wieder richtig leuchtet. Aber ansonsten ist das ohne Bedenken aufzustellen und vor allem wirklich mit fast keinen Kosten versehen. Wir sprechen hier nochmal von 4,6 Watt Stromverbrauch. Das brauchen wir gar nicht erwähnen, weil das merkst du in keinster Weise. Und selbst wenn das rund um die Uhr den ganzen Dezember und Januar laufen sollte, würdest du das nicht bemerken auf der Stromrechnung. Ich finde, es sieht einfach total schön aus, ne? Auch für die Kinder. Dann zum Beispiel, wenn die eine Halloween-Party schmeißen oder hier diese Gespenster, die da so lang rauchen. Und man muss halt hinterher nicht wieder alles in Feinstarbeit und mühseliger Arbeit wieder wegdekorieren, sondern das ist ja nur dieses eine Gerät, was uns eben die Motive an die Wand projiziert. Und ob Sie das jetzt im Partykeller haben oder zum Beispiel die Hauswände später auch beleuchten mit anderen Projektoren noch. Das ist hier mit alles möglich. Sieht spektakulär aus. Wie gesagt, da kann man riesen Flächen damit beleuchten und man denkt sich immer, wow, ist das cool. Es ist auch richtig cool. Holen Sie sich diese coole Beleuchtung nach Hause. Die Nachbarn werden sagen, wow, sieht richtig toll aus. Und man hat ja selber so gut wie keinen Aufwand. Da stellt man hin, ja, steckt es ein und fertig ist die Laube. Mehr braucht man gar nicht zu machen. Und die Schablonen sind dabei? Die Schablonen sind natürlich dabei. Jetzt kann man einfach aussuchen. Man hält so ein bisschen mal gegen das Licht. Aha, hier sind die Gespenster drauf. Das ist Halloween. Da sind die Geschenke drauf. Das ist Weihnachten. Oder dann natürlich hier
mir, oh, die Schneeflocken, wenn es dann schneit. Also das ist einfach perfekt. Ja, die Bestellnummer hier noch mal ganz fix, die NX5835 und die 569. Und wir machen mit einem richtigen Sternenhimmel, wie es sonst nur im Planetarium gibt, weiter. Ja, und Sie sehen ihn schon, aber ich drehe den jetzt mal um und projiziere das. Ich habe ihn übrigens auch hinten an der Wand projiziert. Jahr, ne? Ja, wundert mich auch nicht. Schau mal, hier, schauen Sie jetzt mal auf meine, ich mache mal den ersten hier aus, ja, beziehungsweise welcher ist denn jetzt gerade so hell? Der da, ja, den machen wir jetzt mal aus und jetzt schauen Sie mal, was hier bei mir passiert. Ja, da, und da kannst du jetzt Rot und Grün, beides, du kannst es einschalten, das Hilfe, 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 das sieht beeindruckend aus, jetzt nur auf mir. Aber stell dir das jetzt mal vor, auf einer richtigen Häuserfassade, bei Nacht, oder auch die triste Garage mal beleuchten, die ja nicht gerade attraktiv aussieht. Und das stellst du auch einfach hin. Oder dann natürlich, das ist jetzt hinten bei uns auf der Wand, live im Studio. Du siehst, was das für phänomenale Effekte sind. Und da kannst du auch verschiedene Geschwindigkeiten einstellen. Ja? Du kannst hier Rot und Grün oder nur Rot oder nur Grün. Du siehst, ich habe mich hier jetzt mal für ganz wildes Durcheinander mit beiden Farben entschieden. Und du, wenn du mal genau hinschaust, sieht das so immer mal wieder aus, als würde hier sowas zusammengehen und wieder auseinanderplatzen. Und das ist ein wirklich unglaublicher Effekt im Garten. Und auch hier ganz, ganz einfach aufzustellen mit Erdspieß. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Erdspieß. Hier habe ich das Ganze auf der, ganz einfach auf so einem Stativ, genau, 3-Fuß-Stativ. Und da sehen wir das mal auf einer ganzen Häuserwand. Wie genial das aussieht. Natürlich können Sie unter verschiedenen Einstellungen, da sehen wir zum Beispiel ein bisschen eine andere, ja, auch unter verschiedenen Geschwindigkeiten wählen. Einfach das, was Ihnen am besten gefällt, einschalten. Und das ist aber wirklich sehr, sehr beeindruckend für Sie selber, aber auch für die Nachbarn. Und für alle, die so ein bisschen mal von dem tristen grauen Herbst und auch Winter entkommen wollen, die holen sich so eine Beleuchtung, so ein Beleuchtungselement. Und auch hier haben wir gerade mal 5 Watt Stromverbrauch. Also auch da brauchen wir den Strom nicht zu erwähnen. Übrigens, diese Lasertechnologie, natürlich nach deutscher Norm. Und das heißt, Sie haben es vielleicht gerade gesehen, die Laser gehen mir gerade direkt ins Gesicht, in die Augen. Und ich habe keine Angst davor, weil das ist so, dass es absolut unbedenklich ist für Mensch als auch für Tier. Sonst würde ich den Laser jetzt nicht so auf mich richten. Also auch da überhaupt keine Sorge, entspricht den deutschen Vorschriften. Und die sind da relativ hart. Ja, und dementsprechend kann auch nichts passieren. Sie sehen, das geht direkt in mein Gesicht. Ich habe jetzt vielleicht ein paar grüne und rote Punkte, aber die gehen wieder weg. Ja, aber ansonsten brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Und schauen Sie sich das an. Hier im Studio schon spektakulär. Wie toll das dann erst bei Ihnen zu Hause aussieht, ist natürlich ebenfalls für innen als auch für außen geeignet. Und auch die Presse hat sich das natürlich angeschaut und ich bin mal gespannt. CDF Wieso, kennen Sie alle, perfekt für die Weihnachtsparty draußen, aber nicht nur für die Weihnachtsparty, ich finde das auch ein Knaller für Silvester, wenn man sich da die Gäste nach Hause einlädt, ne, das ist spektakulär für den Innen- und Außenbereich, also auch innen haben Sie ja keine Bedenken, wir haben es gerade von Ralf gehört, und für 28,45 €, es ist wirklich ein Wahnsinn, Sie haben hinterher auch keine Arbeit, das Ganze dann wieder abzuschmücken, das ist ja das Schöne. Und wirklich zusammengeklappt und weg. Ja, wobei das kannst du ja wirklich das Ganze aber aufstellen, auch eine Geburtstagsfeier oder so. Du hast auch natürlich für die Sommerparty, die ein bisschen länger geht, auch für alle Partys, weil ich kann es ja auch mit reinnehmen und dann an die Decke projiziert. Sieht das phänomenal aus, natürlich dann auch nicht nur an die Decke, sondern auch an den Boden oder an die Wand, egal wo du das machen willst. Es ist phänomenal. Und ich bin begeistert. Ich bin ja ein absoluter Fan. Sowas siehst du normalerweise nur bei wirklich luxuriösen Hotels in den Gärten vielleicht. Dann werden sogar die Pflanzen noch mit einbezogen. Ja. Und dann sieht das phänomenal aus. Und ich denke immer, wow, sieht wirklich toll aus. Wie machen die das? Ja, ganz einfach mit solchen Projektoren. Und wie ich finde, richtig toll. Schau mal, das sind Pflanzen das hier. Ist toll. Die sind endlich bezahlbar. Das ist so ein Baum, der jetzt hier beleuchtet wird. Für 28,45 € ist das endlich bezahlbar. Das kennt man wirklich aus ganz großen Hotelanlagen, wenn das dann so spektakulär die Bäume und Büsche in Szene gesetzt werden oder andere kleine Dekorationsartikel oder so Garagen. Es sieht einfach absolut traumhaft schön aus. Schauen Sie mal hier, da wird der olle Baum, der im Winter weder Blüten noch Blätter hat, der sieht doch gleich toll aus, oder? NC 5828 und die 569.
Das ist der Bestseller aus dem letzten Jahr. Und auch in diesem Jahr wird es wieder schnell auf die letzten Stückzahlen zugehen. Und Ralf hat uns ja mehrere Projektoren versprochen. Wir haben jetzt hier noch einen dritten Projektor. Für was ist das jetzt geeignet? Ja, und den habe ich jetzt extra mal ausgelassen. Wir sehen es gleich, wie es auf der Fassade aussieht. Nur damit Sie mal das Innere sehen. Weil hier haben wir zwei Techniken. Einmal LEDs für eine wunderbare Hintergrundbeleuchtung. Mhm. Und zum anderen wieder diese Laser-Sternenregen. Sehen Sie die LEDs außenrum? Und da kann ich jetzt in verschiedenen Farben, auch wechselweise, eine Hintergrund beleuchten. Und hier, das hier sind die beiden Laser. Ja? Ah, und okay. Dementsprechend haben wir jetzt eine Kombination von LED und Laser. Und das Ganze auch noch steuerbar mit einer Fernbedienung. Und was ich hier schön finde, ist eine Timer-Funktion. Mhm. Du kannst sie jetzt einschalten mit der Fernbedienung und dann sagst du, sie laufen mal noch 2, 4 oder 6 Stunden. Ja? Braucht ja auch bei wenig Stromverbrauch nicht unbedingt die ganze Nacht laufen. Also sagst du jetzt, wenn ich 7 anmache, 4 Stunden reicht, dann ist 23 Uhr. Dann kann ich das natürlich ohne Probleme hier machen und es ist beeindruckend. Hier sehen wir das mal. Ja, es sieht einfach phänomenal aus. Und da noch zusätzlich eine leichte Girlanden, die haben wir ja auch im Angebot. Und dann hast du ein Lichtspektakel. Ja, die Nachbarn werden staunen, wenn sie da spazieren gehen, an deinem Grundstück vorbei und sehen dann die Hausfassade. Die werden wirklich staunend davor stehen, weil diese Kombination von LED-Technologie und den verschiedenen Laser-Lichteffekten, das ist wirklich der Wahnsinn. Auch hier sogar sturmgeschützt, da kann es also wirklich auch einen Sturm geben. Schutzklasse IP65, das ist einfach phänomenal. Und es macht so viel Spaß, mit solchen Sachen zu arbeiten, ja, weil eben wenig Arbeit, weil Arbeit war eigentlich das falsche Wort, wenig Arbeit, aber ein unglaublicher Effekt, den wir hier haben. Und ich bin absoluter Fan von dieser Kombination. Laser finde ich schon faszinierend, aber durch dieses Unterleuchten mit dieser LED, also diese, kann man sich ungefähr vorstellen, es gibt mittlerweile Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Ja, stimmt. So musst du dir das vorstellen. Du schaffst also einen LED-Leuchtkegel und dazu dann die verschiedenen Muster in den verschiedenen Farben, das Rot ist ja und Grün. Toll, ja, also es ist wirklich beeindruckend. Kennst du noch diese, wie hat man das denn genannt? Das sah aus wie ein Rohr früher, da hat man durchgeguckt und wenn man das gedreht hat, dann sind da auch so Muster entstanden, wie so Glasmuster. Ach ja, ich weiß, was du meinst. Ich komme jetzt nicht auf Namen, aber das erinnert mich immer an meine Kindheit. Ich habe damit ganz oft rumgespielt und ich muss ja sagen, das sieht so fantastisch aus. Und sie haben ja hier wirklich nur ganz wenig Folgekosten, weil wir ja hier modernste LEDs eingebaut haben. Und somit, stellen Sie sich das jetzt an der Hauswand vor, somit sieht Ihr Haus auch immer bewohnt aus, selbst wenn Sie nicht da sind, wenn Sie über Weihnachten verreisen sollten. Ne? Das ist auch noch ein guter Effekt. Klar, natürlich, wenn Außenbeleuchtung an ist, ist auch jemand zu Hause. Aber ich finde, auch wenn man zu Hause ist oder heimkommt, wenn man nach Hause kommt und das Haus ist so beleuchtet, man freut sich, man denkt, wow, das hat man richtig toll gemacht. Hier mit der perfekten Kombination LED-Hintergrundbeleuchtung und dann die Lasertechnologie in verschiedenen Mustern, Rot und Grün, so wie Sie es möchten. Auch hier trotzdem energiesparsam, 6 Watt haben wir maximal Strombedarf. Auch das brauchen wir eigentlich gar nicht zu erwähnen. Aber was wir unbedingt erwähnen sollten, ist die Bestellnummer. Mhm. Das ist die NX6728 und die 569 für unseren Laserprojektor mit 12 LEDs, 8 Lichteffekte, eine Timerfunktion. Sie bekommen natürlich noch eine Fernbedienung mit nach Hause. Und das Ganze ist für den Außenbereich auch geeignet, dadurch, dass wir hier einen Spritzwasserschutz haben von IP65. Und jetzt das Ganze auch noch bezahlbar für 47,45 €. Und ob Sie da jetzt Bäume beleuchten oder Hauswände, das ist der Kracher, denn normalerweise kommen wir hier für eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 100 €. Und solche Laserprojektoren mit neuester Technik sind normalerweise auch super teuer. Und deswegen nutzen Sie hier die einmalige Gelegenheit. Und wer jetzt sagt, das sind ja schon wenig Folgekosten, weil wir ja LEDs haben, aber ich will gar keine Folgekosten haben, geht natürlich auch. Und vor allem, ich will keinen Strom legen. Dann muss ich das natürlich per Solarenergie machen. Und da habe ich es hier aufgestellt. Sie sehen hier ein großzügiges Solarpanel. Ja, ich hoffe, wir kommen gleich drauf. Da sehen wir es. Das hier ist ein Solarpanel. Und das sorgt tagsüber durch das Tageslicht hier, da sehen Sie es, durch das Tageslicht für Energieversorgung. Und dank Dämmerungssensor, wenn ich es eingeschaltet lasse, geht das automatisch an, durch die Dunkelheit und brennt dann bis zu 6 Stunden. Ja, und zwar ganz ohne weitere Energieversorgung. Ich habe es jetzt mit dem Erdspieß festgemacht und wir sehen mal auf meiner Hand, wie deutlich
wirklich, sehen Sie das, wie stark das hier projiziert. Das ist einfach phänomenal. Bis zu 6 Stunden dann ohne jegliche Energieversorgung, weil das geht alles tagsüber über das Sonnenlicht. Und das ist ein unglaubliches Spektakel hier, ein Sternenregen. Aber eben, wenn du willst, auch einschaltbar, ausschaltbar per Fernbedienung. Ansonsten geht das automatisch mit dem Dämmerungssensor. Aber du kannst natürlich auch die verschiedenen Programme auswählen. Hier sehen wir mal so ein paar Beispiele, wie toll das aussehen kann. Und was das für ein unglaublicher Lichtereffekt ist, diese schwirrenden Sternchen, sage ich jetzt mal, in Rot und Grün. Da siehst du auch wie kleine Glühwürmchen. Auch 10 Geschwindigkeiten können wir einstellen. Hier sehen wir es jetzt mal ganz, ganz gemütlich. Aber das kannst du alles so, genau so machen, wie du willst. Du kannst ihm auch eine Timervorgabe geben mit der Fernbedienung, auch wieder 2, 4 oder 6 Stunden. Wenn du das nicht machst, dann brennt er halt so lange, bis der Akku leer ist. Das sind im Normalfall an einem normalen Tag, bei normalem Tageslicht, 4 bis 6 Stunden. Und dann ist das natürlich perfekt. Und die wirklich perfekte Beleuchtung, ganz ohne Arbeit. Kein Verlängerungskabel, keinerlei Stromkosten, also keinerlei Folgekosten. Und das stellst du entweder auf eine ebene Fläche oder du nimmst den Erdspieß, der natürlich auch im Lieferumfang mit enthalten ist, und platzierst es mit diesem hier irgendwo im Garten, im Beet oder auf dem Rasen. Und da hält es dann auch bombensicher, weil das ist ja dann auch sturmsicher durch den Erdspieß, wird also auch nicht vom Winde verweht werden. Ist natürlich toll, weil Sie brauchen hier wirklich keine Bedenken haben, wo ist die nächste Steckdose. Sie müssen ja keine Kabel verlegen. Ist natürlich auch toll, wenn man jetzt jemanden hat, der Ihnen das einrichten kann. Das kommt so zu Ihnen nach Hause, platzieren Sie dort, wo Sie das möchten, und der Rest macht das Tageslicht. Das ist ja das Schöne. Ja, sehen Sie mal, ganz klein und unauffällig, egal wo Sie es hinstellen oder eben dank des mitgelieferten Erdspießes auch aufstellen und dann im Garten schön in Szene setzen, mal ein Blumenbeet beleuchten, die Hauswand beleuchten, Bäume, Büsche, kleine Gartenhäuschen oder Skulpturen. Viele haben ja auch so Engelsskulpturen oder so Engelsbrunnen zu Hause im Garten. Da kannst du ja alles wunderbar auch mit in Szene setzen. Ja, auch Garagen oder Ähnliches. Richtig. Ich sage ja, überall, wo eine freie Wand ist, wo man sagt, komm, die könnte mal ein bisschen Farbe oder Leben gebrauchen. Oder guck mal, dieser Baum, der ja eigentlich, der kriegt plötzlich Dynamik, der wird fast bewohnt. Du hast vorhin mal von Glühwürmchen gesprochen. Das sieht wirklich aus wie eine Glühwürmcheninvasion. Und das sieht auch auf allen Pflanzen, auch Hecken, von unten mal ein bisschen anstrahlen. Das sieht phänomenal aus. Und Sie schaffen sich damit eine Beleuchtung, die nicht jeder hat. Und wenn da jemand auch durchfährt, man spricht darüber, weil ich habe das erst vor kurzem gehört, mir hat jemand erzählt, stell dir vor, da vorne, da ist so, also bei uns in Launberg, da ist so ein Haus unglaublich beleuchtet, wenn es dunkel ist. Da bin ich da mal vorbeigefahren. Jetzt haben die genau unseren Laserprojektor dort und haben die ganze Hauswand. Aber darüber wird gesprochen. Ja, ja, das ist ja auch schön. Das ist ein Thema und die anderen sind schon fast ein bisschen neidisch, weil du selber solche tollen Ideen hast. Ja? Und wenn man jetzt sieht, 56,95 Euro. Ich habe da ja viele Jahre Spaß dran. Ich brauche keinerlei Lichterketten oder sonst was. Ich brauche keinerlei Verlängerungskabel. Ich brauche keinen Strom zu bezahlen. Alles kommt hier von allein. Eine Fernbedienung habe ich, die brauche ich nicht unbedingt. Wenn ich einmal ein Lieblingshighlight eingestellt habe, schaltet sich das ja ein, sobald die Dämmerung kommt. Ja? Und dementsprechend ist das wirklich perfekt für Leute, die eigentlich eine schöne Beleuchtung haben wollen, aber sich um nichts mehr kümmern wollen, weil hier geht alles von allein. Hier geht alles von allein mit der Bestellnummer NX6730 und der 569. Setzen Sie alles wunderbar in Szene, ohne großen Aufwand, ohne große Mühe, auch hinterher dann wieder, wobei das ja auch so eine dezente und neutrale Beleuchtung ist, die Sie auch gerne das ganze Jahr über aufstellen können. Das ist gar kein Problem. Und schauen Sie, wie kleine Glühwürmchen schweben die hier umher. Und das ganz Besondere, Sie haben keine Folgekosten, denn Sie bekommen hier sogar noch eine Solarzelle mit dazu. Das heißt, hier wird Ihr Solarprojektor tagsüber aufgeladen. Ja. Sie brauchen nicht mal mehr direkt Sonneneinstrahlung, sondern Tageslicht reicht vollkommen aus. Und dann können Sie alles wunderbar in Szene setzen. Unseren Ralf haben wir jetzt auch hier schön in Szene gesetzt. So gehört ein bisschen mythisch hier. Oh. Ja, das stimmt. Also sehr, sehr schön. Wunderbar. Hoffentlich geht das wieder weg. Ja. Ohne Gefahr. Sie sehen das ja auch an Ralf. Ja? Also es ist wirklich ungefährlich, diese Laser. Ja. Gehen Sie jetzt ganz schnell in die Leitung, denn nur dann sichern Sie sich die TV-Sonderpreise. Die gelten nur 2 Stunden. Rufen Sie ganz schnell an. 0180 51 51 03 mal die 2 und beleuchten Sie Ihren Außenbereich.